Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Ja, Schande über mich. Ich war schon wieder einkaufen. Ich habe es mal wieder nicht lassen können und habe mir ein paar Produkte gekauft, die mir einfach zugesagt haben, die ich unbedingt haben wollte. Und die zeige ich euch natürlich alle wieder. War ich einkaufen bei DM und da habe ich mir als erstes noch von dem Gutschein von meinem Mann, glaube ich, war das noch, einmal diesen Präzisionspinsel gekauft mit Synthetica von Evelyn, weil ich immer das Problem habe, dass ich hinten das Dunkle nicht so schön dezent hinbekomme, nicht so schön präzise hinbekomme mit meinem breiten Pinsel. Und deswegen habe ich mir jetzt endlich diesen Präzisionspinsel gekauft, um eben meinen hinteren Teil des Auges schöner hinzubekommen. Genau. Dann habe ich bei DM noch gekauft einmal von Essence Holo Wow Dewy Lip Shine. Der hat mir total zugesagt und finde ich total schön. Total schöne Farbe. Das ist so ein lila, holographisch chauchierendes, ins Grün gehendes, also so lila-grün chauchierende Lipgloss. Und ich bin echt gespannt, wie der aufgetragen auf den Lippen aussieht. Dann habe ich als nächstes von DM einmal diese Palette gekauft, einfach aus dem Grund, weil sie runtergesetzt war. Und zwar ist es die Shan XO BH Cosmetics 18 Colors Eyeshadow in Lipstick Palette. Und die habe ich bei einer YouTuberin gesehen. Ich würde jetzt euch gerne sagen, welche, aber ich weiß es leider nicht mehr. Ich glaube, dass es bei lieben Nina Cosmetic war. Leider ist mir die Packung schon aufgerissen, aber die werde ich eh wegschmeißen. So sieht das gute Stück aus. Mega schön auf jeden Fall. Und hier haben wir einmal die wunderschönen Lidschatten. Also ich finde die total schön. Einfach so Nude- und Brauntöne sehen wirklich mega gut aus. Und das war nicht alles. Bei dieser Palette ist nämlich auf der anderen Seite noch was. Und zwar eine Lipstick-Palette. Also wenn das nicht cool ist, eine Palette mit Lidschatten und Lipstick, alles so kompakt beieinander, finde ich auf jeden Fall mega cool und auf jeder Seite ist so ein kleiner Spiegel dran. Gefällt mir total gut. Also ich bin froh, dass ich sie mir gekauft habe. Und hier haben wir ja, 3 eher Nude-Töne, 3 dunklere Töne und 3 sehr, sehr knallige Töne, finde ich. Falls ihr die noch findet, also die ist jetzt bei Rossmann und bei DM, habe ich sie gesehen, runtergesetzt, dann kauft euch die, ist auf jeden Fall wert. Oh. Dann habe ich noch kaufen müssen einmal diese Palette und dazu gehören natürlich die passenden Lidschatten. Ja, wollte ich einfach testen, wie die Produkte so sind, wie die Lidschatten so sind. Die Palette ist auf jeden Fall mega süß gestaltet mit diesem Wackelbild, hell, dunkel, sieht man eh sehr schön, vorhin dieser schöne Verschluss und die fühlt sich auch wirklich hochwertig und schwer an, finde ich. Und innen haben wir dann einen mega großen Spiegel, also ist wirklich das ganze Teil mit Spiegel bedeckt, also finde ich mega cool. Und hier sind dann die runden, Ausbuchtungen, wo man dann eben die Lidschatten reinklicken kann. Und dann habe ich 4 Lidschatten gekauft und zwar 4 Metal-Lidschatten, weil ich Metal einfach total liebe, also den Lidschatten. Und zwar einmal die 110 Brick, so ein schöner roter Lidschatten, deswegen auch Brick, also Ziegelstein. Dann haben wir einmal 0160 Dune, das sieht eher so wie eine Sanddüne aus, also so ein wunderschönes, dezentes Gold. Dann haben wir als nächstes die 130 Forest, das ist ein super schönes, dunkles Grün. Und dann als letztes noch die 0140 Dust, das ist eher so ein dunkleres lila-braun, also lila ins Braun gehende. Ich swatche natürlich wieder alle für euch, finde ich aber auf jeden Fall mega schön. Und finde ich auch cool, dass die jetzt auch nachziehen, denn das ganze Klicksystem kennen wir ja jetzt schon von Essence und von Catrice. Und da musste natürlich P2 auch irgendwann nachkommen. Dann haben wir als nächstes von DM
noch dieses wunderbare Produkt. Ja, ich habe mich wieder anstecken lassen. Ich lasse mich sehr gerne anstecken von YouTube-Videos, leider. Und zwar habe ich das bei der lieben Allegra Lopez gesehen. Die verwendet das super gerne und habe mir gedacht, ich probiere das jetzt auch mal aus. Meine Haut ist zurzeit wieder total in Ordnung. Liegt aber daran, dass ich das Lancaster verwende, das mal in der Glossybox drin war. Und das hilft wirklich mega gut. Bin ich echt am Überlegen, ob ich mir das nochmal kaufe, obwohl es jetzt nicht so billig ist. Aber ich suche jetzt nach einer billigen Variante erst. Guck mal, ob das für meine Haut funktioniert. Erzielt ein ebenmäßiges Hautbild und verfeinert die Poren. Das ist eben der Skin Manager Aha Effect Tonic von Alcina. Oder Alcina, je nachdem wie man das ausspricht. Der Skin Manager von Alcina redet nicht, sondern er macht. Nämlich das Hautbild ebenmäßiger, die Haut geschmeidiger und ihre Poren feiner. Wann darf das Multitalent bei Ihnen anfangen? Der Skin Manager bietet eine effektive, wirksame Formulierung mit Fruchtsäure und einem niedrigen pH-Wert. Und einfache Anwendung morgens und oder abends ein Wattepad per Applikator durchfeuchten, mit zwei Fingern fixieren und nach unten drücken und übers Gesicht streichen. Der Skin Manager sucht überall noch Potenzial, Ihr Hautbild zu verbessern. Außer um die Augenpartie, um Schleimhäute herum. Okay, also Mund sollte man nicht damit auswischen. Ist ja natürlich klar. Aber ich finde das total cool, das System. Guckt euch das an. Hier oben ist ein Pumpspender. Und da drückt man dann einfach die Wattepads drauf. Und kann dann das mit den Wattepads im Gesicht verteilen. Finde ich auf jeden Fall mega cool. Und bin gespannt, wie das funktioniert bei mir. Vielleicht bringt es ja genauso viel wie die Lancaster Nachtcreme. Wer Hautunreinheiten hat, sehr viele, dem kann ich die Lancaster Nachtcreme und das Lancaster Cleansing Gel auf jeden Fall empfehlen. Aber es ist natürlich nicht billig. Dann bin ich auf jeden Fall auf die Wirkung von diesen Alcina gespannt, von denen aber einige schwärmen. So, dann als nächstes war ich bei Rossmann noch einkaufen. Und da habe ich mir ein Produkt gekauft und zwar nur diese Bilou-Flasche. Ich weiß nicht, mir hat das Packaging einfach total gefallen. Seht euch das an, es sieht doch einfach mega süß aus. Und ich habe mir gedacht, Melone hört sich auf jeden Fall sehr, sehr gut an. Und hier ist drin einmal das Splashy Melon cremiger Duschschaum und das Splashy Melon 2-in-1 Body Spray. Ich weiß, der Duschschaum von Bilou ist auf jeden Fall gut. Ich weiß aber ehrlich gesagt noch nicht, wie das in Melone riecht. Keine Ahnung. Aber werde ich auf jeden Fall im Sommer rausfinden. Das werde ich jetzt dabei noch zulassen und dann warten, bis es Sommer ist. Dann habe ich noch was von der Apotheke bekommen, was ich jetzt einfach zeigen wollte, weil es auch zur Kosmetik dazugehört, beziehungsweise zur Pflege. Und zwar habe ich da einmal von Pharma Verde ein Himbeer-Duschbad bekommen. Das werde ich aber wahrscheinlich meinem Mann geben, einfach für die Badewanne, weil ich ja nicht so gerne bade. Aber finde ich auf jeden Fall mega cool, einfach mal zu Tabletten dazu bekommen. Bisschen zum Entspannen. Hallihallo, ihr Lieben. Ein kurzer Zwischenschnitt, weil ich wollte ja eigentlich als 200 Abonnenten-Special ein Schminksammlungsvideo machen. Aber leider hatte ich gestern total Migräneanfall. Das heißt, ich bin nur im Bett gelegen und habe geschlafen. Ich habe wirklich den ganzen Tag geschlafen. Und deswegen musste ich heute etwas improvisieren. Ich weiß noch nicht, welches Video das online kommt. Ihr wisst es ja jetzt schon. Muss jetzt schnell auf meinem Laptop schauen. Heute ist auf jeden Fall Sonntag und ich habe ihr versprochen, es kommt mein 200 Abonnenten-Special. Leider nicht mit dem geplanten Video, aber das Schminksammlungsvideo kommt auf jeden Fall noch nach. Das verspreche ich euch. Auf jeden Fall noch diesen Monat. Aber ich würde sagen, wir machen trotzdem die Verlosung, denn die 200 Abonnenten habe ich jetzt schon lange. Mittlerweile sind es, ich glaube, 25, 26. Ich bin mega begeistert, dass wirklich so viele Menschen zuschauen. Ich wollte vielen, vielen Dank sagen an allen, die mir zuschauen. Und ich habe mir gedacht, weil es 200 Abonnenten sind, mache ich auch sozusagen eine Verlosung für zwei Personen. Also dieses Mal können zwei Personen was gewinnen. Und was ihr gewinnen könnt, das zeige ich euch jetzt. So, kommen wir zu Gewinn Nummer 2. Das ist Gewinn Nummer 2. Hier habe ich dreimal Masken für euch gekauft. Die Pure Source Maske. Einmal in Lemon, Green Tea und Honey. Und dazu gibt es noch, wie versprochen, die Rituals Handcreme. Weil, wie gesagt, ich mit zwei Cremes nichts anfangen kann. Vielleicht kann sie einer von euch brauchen. Sie ist auf jeden Fall sehr gut.
Und das würde ich jetzt an den zweiten Gewinner verlosen. Ich habe mir gedacht, da mache ich so ein Pflegepaket. Und jetzt kommen wir zum ersten Gewinn. Hier habe ich mir gedacht, machen wir ein dekoratives Kosmetikpaket. Und hier haben wir einmal die Burgundy Palette, die ich mir auch unbedingt schon kaufen wollte. Aber jetzt habe ich sie erst euch gekauft. Hier ist noch ein Pinsel mit dabei, also das ist ein Set. Dann bekommt der erste Gewinner einmal The Moon Palette von Essence und einmal die, muss ich schauen, dass ich es richtig rumdrehe, Art Deco Amazing Effect Mascara. Der erste Gewinner bekommt ein dekoratives Kosmetikpaket und der zweite Gewinner bekommt ein Pflegepaket. Alles, was ihr dafür machen müsst, ist einen lieben Kommentar da lassen, natürlich Abonnent meines Kanals sein. Und ihr müsst natürlich einen Kommentar da lassen mit Hashtag RaffiK 200 Abonnenten. Steht aber alles nochmal unten in den Beschreibungen und auch die Teilnahmebedingungen. Und dann hoffe ich einfach, dass euch das Gewinnspiel gefällt. Wie gesagt, tut mir mega leid, dass es nicht das Schminksammlungsvideo geworden ist. Aber mir ging es echt gestern richtig, richtig dreckig. Aber es wird auf jeden Fall diesen Monat noch folgen. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch das Video trotzdem gefällt. Und ja, ich habe jetzt braune Haare. Ich wollte mal was anderes. Und hoffe einfach, dass viele beim Gewinnspiel mitmachen. Wirklich vielen, vielen Dank. Soll einfach ein kleines Dankeschön sein an meine Abonnenten. Und ich hoffe einfach, dass euch das Video und das Gewinnspiel gefällt. Dann wünsche ich euch auf jeden Fall viel Glück und bis zum nächsten Video. So, und dann war ich diesmal mal wieder bei Douglas einkaufen. Ja. Dadurch, ich war mit meiner Schwester und mit meiner Mama unterwegs und einmal bin ich umsonst in die Stadt gefahren und habe mir gedacht, ich kann jetzt nicht heimfahren, ohne etwas gemacht zu haben. Bin dann auch nochmal in den Douglas gerannt und habe mir was gekauft. Aber bevor ich euch zeige, was ich gekauft habe, zeige ich euch die Proben, die ich bekommen habe. Und zwar das erste, was ich hier bekommen habe, ist von Dior eine Youth Creme. Also einfach fürs Gesicht gegen die Falten und im Nacken bzw. Dekolleté gegen die Falten. Ich meine, ich habe jetzt noch nicht wirklich Falten, aber finde ich auf jeden Fall mega cool, mal zum Ausprobieren. Vielleicht werde ich das auch meiner Mama geben. Und Dior ist ja nicht billig, deswegen bin ich auf jeden Fall froh, dass das drin ist. Es ist auf jeden Fall eine sehr kleine Tube, also wird auf jeden Fall bloß für eine Anwendung reichen. Aber zum Testen auf jeden Fall mega cool. Und dann haben wir als nächstes ein neu reingekommenes Parfüm, haben sie zu mir gesagt. V&R Flower Bomb Nectar Eau de Parfum mit 1,2 ml. So sieht die Verpackung aus. Und ich denke, es wird noch Blume riechen. Gucken wir mal. Mein Mann mag das immer nicht, wenn ich so nach Parfüm rieche. Das riecht sehr, sehr süß. Ist nicht so meins. Das ist mir zu süß. Also ich stehe eher auf die frischen Gerüche, auf die blumigen Gerüche, die nicht so süß riechen. Doch, das ist mir eindeutig zu süß. Und ich weiß auch, dass der meinem Mann auf jeden Fall nicht gefallen wird. Vielleicht kann ich den meiner Schwester geben, vielleicht mag die den. Mal gucken. Aber ist jetzt nicht mein Fall. So, dann habe ich mir zwei runtergesetzte Produkte gekauft bei Douglas. Und zwar einmal, der sieht jetzt nicht mehr so schön aus von der Verpackung her, aber da kommt der bald raus, von Lancôme. Habe ich einfach haben müssen für 5 Euro ein Juicy Shaker. Ich habe ja schon einen Matte Shaker gekauft. Habe ich mir gedacht, wenn der eh runtergesetzt ist, dann kaufe ich den auf. Das ist die Farbe Mangoes Wild 381. Das ist diese Farbe und ich finde die Farbe einfach total schön. Es ist jetzt kein direktes Orange, aber auch kein direktes Pink, sondern eher ein Mittelding zwischen Pink und Orange. Und mir hat die Farbe einfach gefallen, vor allem jetzt für den Sommer. Und bin auf jeden Fall gespannt, wie das aussieht. Und für 5 Euro, finde ich, kann man da auch nicht meckern. Für das, dass die normal, ich glaube, 23 Euro oder so kosten, steht ja eh noch drauf. 24,99 hätte es normal gekostet. So, dann habe ich mir noch was gekauft und zwar von Hey. Gibt es ja jetzt bei DM auch, war auch runtergesetzt. Von 30 Euro auf 15 Euro habe ich mir gedacht, muss ich mitnehmen. Ein Face Serum, Energizing Cactus Face Serum, ist ein smartes, kraftvolles Serum, fördert mit speziellen Wirkstoffen der Natur ein straffes, glattes Hautbild und den Schutz der Haut vor frühzeitiger Alterung. Anwendung morgens oder abends nach der Reinigung auftragen und einziehen lassen. Anschließend die übliche Gesichtspflege anwenden. Also erst Gesichts
Serum, dann Gesichtspflege. Finde ich auf jeden Fall mega interessant. Hört sich total interessant an mit diesen Kaktus-Extrakten mit drin. Ob das was bringt, bin ich wirklich, wirklich sehr, sehr gespannt. Das hat auf jeden Fall so einen Pumpkopf, finde ich sehr, sehr gut, damit man das besser dosieren kann. Und ich finde die Verpackung von diesen Heyflaschen auf jeden Fall total hochwertig. Also das ist Glas und werde mir das sehr, sehr gerne ins Bad reinstellen. Jetzt habe ich einiges an Pflegeprodukten und irgendeins wird schon funktionieren für meine anstrengende Haut. Dann habe ich noch, diesmal nicht runtergesetzt, zwei Produkte gekauft. Und zwar wollte ich unbedingt mal was von Glam Glow ausprobieren, aber Glam Glow ist natürlich teuer. War dann an der Theke hinten und da hätte ich gedacht, es gibt dieses Teil, was ich jetzt habe, für 9,99. Also das ist irgendwie da falsch dort gestanden. Aber es hat nicht 9,99 gekostet, sondern 17,99, also ein stolzer Preis für diesen kleinen Tiegel. Genau, größer ist er nicht. Der ist bloß so groß. Genau, das ist eine Glam Glow Maske, a Gravity Matte Firming Treatment. Also es ist einfach eine Maske, die man dann aufs Gesicht auftragen soll und man die dann runterziehen kann. Also einfach eine Peel-Off-Maske, aber von Glam Glow. Ich denke mir aber, dadurch, dass man eben sehr wenig auftragen muss, wird die schon für einige Anwendungen reichen, auch wenn es bloß so ein kleiner Tiegel ist. Aber die sehen auf jeden Fall vom Packaging her mega schön aus, finde ich. Auf jeden Fall mega cool. Ja, habe ich mir jetzt mal wieder gegönnt. Und dann habe ich mir noch gegönnt, will ich auch schon seit langem ausprobieren, habe ich auch schon bei einigen YouTubern gesehen. Und zwar die Bum Bum Creme. Ja, ich musste sie haben. Brazilian Bum Bum Infused with All Powerful Guarana Extract. Die werde ich aber jetzt noch nicht öffnen, weil ich noch so viel Pflegeprodukte habe. Und ich die für den Sommer verwenden will, weil die einen schönen Schimmer haben soll. Und der ist, finde ich, im Sommer besser, weil im Winter, da habe ich keine kurzen Hosen an und dann sieht man das nicht und dann ist das irgendwie sinnlos, finde ich. Hier sind 75 Milliliter drin und hier steht auf jeden Fall drauf, dass sie sehr, sehr schnell einziehen soll, die Haut glätten soll und mit Feuchtigkeit versorgen soll. Ja, mir gefällt das Packaging wieder total. Also ich bin wieder totales Verpackungsopfer. Sieht einfach besonders aus. Also es ist jetzt nicht mega schön, aber es ist besonders. Es ist anders. Und ich habe mir auch das größere Packen angeschaut. Also die hat jetzt, ich glaube, auch um die 17 Euro gekostet oder 15 Euro. Und die große hat 50 Euro gekostet. Aber ich zahle keine 50 Euro für eine Creme. Jedenfalls jetzt nicht in der Ausbildung. Und deswegen habe ich mir den kleinen Tiegel genommen, habe mal den großen aufgemacht und da wäre wirklich viel, viel drin. Also so viel brauche ich gar nicht. Und habe mir gedacht, zum Testen auf jeden Fall reicht diese, wenn mir die wirklich gefallen wird. Dann kann ich mir den größeren Tiegel kaufen. Dann weiß ich ja, ob es die Creme wirklich wert ist, dass man 50 Euro dafür ausgibt. Das war's dann wieder mit den Produkten. Ich habe wieder einiges eingekauft. Ja, ich kann es einfach nicht lassen. Dann war's das wieder mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich super über ein Like und oder einen Kommentar von euch freuen. Und falls ihr Lust habt, mehr von mir zu sehen, könnt ihr mich natürlich auch kostenlos abonnieren. Dann hoffe ich einfach, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!